Willkommen in Part 12 des Let's Plays. Mittlerweile sind wir endlich im Lambda-Komplex eingetroffen und können jetzt durch das Portal hoffentlich nach Xen. Hier ist der ominöse G-Man vor uns bereits betreten hat. Mal schauen, wo es uns hinführt. Okay, das ist offensichtlich doch noch kein Portal nach Xen gewesen. Das war jetzt so die Hoffnung. Ja, schöner. Jetzt gucken wir nach oben, wo das drüber ist, aber wie komme ich denn da oben hin? Aha. Ah. Wo ist denn der nächste? Kommen wir da drüber, drunter her. Nicht drunter her, doch. Da ist einer. Muss ich bestimmt den hier nehmen, wenn da einer drüber ist. Ist ja noch ein Jump'n'Run-Teil mehr, als ich gehofft habe, aber. Mal gucken, ob das jetzt uns irgendwo hinführt. Ja, offensichtlich. In einen weiteren Reaktor. Da ist. Das ganze Ding macht jetzt ja gerade meinen ganzen Cliffhanger vom letzten Mal ein bisschen kaputt, aber. So. Wie kommen wir da jetzt rein? Da ist ein Weg, der hochführt. Aber der zeigt mir auch nichts. Da ist noch eine Tür mit, da ist ein Knopf. Vielleicht drücken wir die einfach mal. Ah, sehr schlau. Nee, warte mal. Da haben wir ein Guckloch aufgemacht, nur, oder? Da haben wir gleich gerade. Ups, ist er. Noch einen Knopf gesehen. Oh. Also wir müssen mal eine Runde mitfahren und ein paar Löcher aufmachen. Kampf Nummer 1. Ah, ich glaube, mit den zwei Knöpfen liege ich richtig. Mit den Toten weniger. Schon wieder drei Tote gesammelt auf der Todeuhr. Ach, den hätte ich mir sparen können. Was sind das für Reaktoren, dass da die ganze Zeit gut zu schwimmen muss? Guck mal, erst die zwei. Gehen die Türen noch ein bisschen auf. Gehen wir nochmal rüber und drücken die 1. Wenn dieser blöde Vorhang da nicht mehr so ganz. Oh Gott, was mache ich denn? Das wirkte gerade so, als hätte ich jetzt den Bogen raus. Oh oh. Oh, so weit geht er gar nicht runter. Kann ich den ja quasi mal zur Rettung noch nehmen, vielleicht. So, die 2 gedrückt. Und die 1 gedrückt. Ja, da passen wir noch durch. Jetzt speichern wir aber erstmal wieder. Jetzt, wo wir die Knöpfe endlich erreicht haben. Genau für den Fall, dass wir vielleicht doch nochmal runterfallen und sterben. Ich scheine das ja gerade ganz gut zu können. Jetzt aber. Wieder sind wir komplett woanders gelandet, als ich das gehofft hatte. Ah. Wo müssen wir denn hin?
Mei, oh mei. Ihr wollt doch nicht auf mich schießen. Das fände ich uncool. Wollt ihr mich nicht reinlassen? Ach, das war das, was Phil mal meinte, mit einem extra Anzug und so einem Krams, oder was? Keine Ahnung. Ja, die lassen mich offensichtlich nicht rein. Dann werde ich jetzt mal den hier ausprobieren. Mal gucken, wo ich lande. Wieder unten, oder was? Ja, das ist der Weg. Nein. Irritiert, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo es weitergeht. Ja, den Part habe ich verstanden. Den Part habe ich auch verstanden. Aber den Part haben wir doch alle hier schon gemacht. Ich hab mich geduckt. Und ich hab grad. Ich bin grad echt ein klein wenig überfragt, wohin ich. Ich frag den netten Herrn doch nochmal, ob die mich nicht reinlassen wollen, zumal hier ein Ladescreen kommt. Also. Da müsste doch noch ein größerer Rattenschwanz an Gebäude, an Zimmer hinterher hängen. Ja, lass hier mich rein. Nein, ihr lasst mich immer noch nicht rein. Ihr seid auch gemein zu mir. Hier geht's auch nicht weiter. Also irgendwie komme ich mir gerade wieder ein bisschen. Oh, was haben wir da denn? Jetzt müssen wir ein bisschen Anzugenergie. Ah, immerhin. Die kleinen Dinge. Aber wahrscheinlich stelle ich mir gerade übel dämlich vor. Wo kommen wir denn gerade raus? Ich speichere nochmal. Da kommen wir raus, da wollen wir rein. Und wir sind wieder unten. Aber wieso sind wir wieder unten? Ist das nur so ein Rätsel, um oben zu dem einen Raum hinzukommen? Das kann natürlich sein, dass das nur ein Rätsel ist, um das extra da einzuheimsen. Da waren wir auch schon. Hier wird es nicht mehr geben. Ich muss schon weiter nach oben, scheinbar, ja. Bis Level A. Aber wie komme ich in Level A rein? Hier ist Level B. Ob es hier noch irgendwelche Wege geht. Also da hinten, Lucy. Es war schon gut, dass das aus ist. Jetzt ist der kleine Mensch auch tot. Irgendwie trauere ich nur sehr begrenzt um ihn, da er mich vorne das verarscht hat. Hier geht es offensichtlich auch nicht weiter. Wir wollen weiter nach oben. Wir kommen hier nicht weiter hoch.
Wir kommen da nicht rein. Wir kommen da nicht rein. Wir kommen hier rein. Und damit kommen wir weiter nach oben. Das haben wir ja eigentlich auch soweit gemacht. Gut, machen wir es noch ein letztes Mal. Hier dürfen wir uns erstmal weg. Da kommt da gerade einer an, da wollen wir drauf. Und verfehlen ihn wieder. Warum auch nicht? Uns hier nochmal. Da kommt gerade einer schnell rein. Jetzt haben wir ihn erwischt. Jetzt sind wir quasi ganz oben. Dann können wir jetzt reinspringen und sind oben. Ah, hier waren wir noch nicht, oder? Bin ich da vorne nicht reingesprungen? Ja, genau da, wo ich meinen Anzug aufladen kann, wollte mich ärgern, ne? So, ach hier, ja. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder hier unten? Hä? Ich lade mal kurz, dass wir es halt gerade hier gespeichert haben. Aber irgendwas übersehe ich doch, oder nicht? Hier ist aber noch ein B, ne? Ja. Gehen wir da mal rein, mal gucken, was es da gibt. Ja, einen kleinen Storage Room. Warte mal, wir haben da hier immer. Es sind immer drei Portale in der Mitte drin, scheinbar. Ich muss immer in das Richtige reingehen. Aber welche haben wir denn bislang ausprobiert? Dann habe ich da immer intuitiv das Richtige erwischt, wa? Ja, welches wir oben nehmen müssen, weiß man dann noch nicht, wa? Oh, jetzt ist da einer drunter. So. Jetzt ist halt die Frage, welchen wir dann wahrscheinlich nehmen müssen. Da scheint es mehrere drin zu geben. Oder? Ne, da ist ja jetzt mehrere drin. Jetzt mal gespeichert. Ich nehme mal den mit der kaputten Tür, die ein bisschen funkelt. Mal gucken, wo wir daher hinkommen. Da sterben wir, okay? Der ist definitiv verkehrt. Dann nehme ich mal den oder den Durchgang hier, falls das einen Unterschied macht. Bin ich nämlich komplett. Nee, da kamen wir schon her. Das heißt, den laden wir neu. Das heißt, wir nehmen den ersten hier vorne. Jetzt sind wir hier weitergekommen, genau. Das machen wir nochmal. Mein Gott. Eigentlich wollte ich jetzt in Xen sein und das letzte Mal das Ding als Cliffhanger benutzen, aber das hat ja eher so mäßig geklappt. Immerhin wissen wir jetzt, was wir hier machen müssen. Die beiden Knöpfe drücken. Ah ne, die sind auch gedrückt. Okay, aber da ist nur ein Portal drin, oder sehe ich das jetzt verkehrt? Dann nehmen wir das doch direkt. Und jetzt sind wir hier oben. Auf der höchsten Ebene scheinbar. B. Hier ist Ebene A. Aber wie lassen die mich da jetzt rein? Sprengen kann ich die Tür offensichtlich nicht. Hm.
Sprengen kann ich die Tür offensichtlich nicht. Was kann ich denn? Ich kann hier gar nichts machen. Ich weiß nicht, wofür das gut ist dann. Hallo, lass mich rein. Kann ich morsen? Habe ich irgendwas, um die vielleicht zu überzeugen? Ich bin bald überfragt. Ja, da wir jetzt den ganzen Parcours schon zweimal gemacht haben, werde ich jetzt einfach mal ganz kurz pausieren und mal eben recherchieren, was ich denn jetzt, wo ich denn jetzt versagt habe. Und deswegen gibt es eine kurze Pause. So, wir kommen nach einer kurzen Pause zurück. Ich habe mal geguckt, was jetzt passieren soll. Und das, was passieren soll, ist einfach, dass der Wissenschaftler da drin mir die Tür aufmacht. Das scheint aber gerade irgendwie buggy zu sein. Deswegen gucke ich mal, ob wir nicht vielleicht mit Noclip durchkommen. Wahrscheinlich muss ich noch Cheats anmachen. Dann kommen wir da durch. Okay, warum klappt das nicht? Meine Güte. Also ich habe gerade gelesen, dass man möglicherweise einen Ladenpunkt braucht, bis Cheats funktionieren. You won't even know I'm here. Roger that. Let's run like hell. Das ist nicht die Reaktion, die ich mir erwartet hatte. Eigentlich wollte ich, dass ihr mich reinlasst und jetzt mich hier anweist und mir irgendwie helft. Aber gut, wollen wir mal gucken. Hier gibt es ganz viel Supply und eigentlich sollen wir gleich nach Xen geportet werden. Ich bin voller Tatendrang. Kommst mit, machst mir die Sachen hier auf. Aber ihr mögt auch jetzt nicht die Türen öffnen, oder was? Access denied. Was piept denn da und warum lasst ihr mich nicht durch? I refuse to go another step. I certainly hope you know what you're doing. With my brains and your brawn, we'll make an excellent team. Have I been dying? So, ich hoffe jetzt funktioniert das aber. Practice your long jump if you must, but hurry up. Ich hab sogar die Long Jump gekriegt. Cool. Gut. Also folgendes, ich habe jetzt mich hier durch die Wände genoclippt, weil die Story die NPCs irgendwie gebuggt haben. Und danach hat's funktioniert. Danach hat der Wissenschaftler mir sogar die Tür aufgemacht, nachdem ich per Noclip schon durch die Tür durch war. I can open the portal now. The process is complicated and once it's begun, I must not be interrupted or I will have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt funktioniert. Wir können jetzt mal die Cheats wieder ausschalten. Nur so, um so auszuhaben, keine Ahnung. Ich will ja nicht mit Cheats gespielt haben, aber in diesem Falle waren sie halt nötig, weil ich habe sie natürlich geöffnet. Mir selber einfach zu leben. Yeah.
Freeman. Get yourself in position. It's ready. You must go now. So. Wir haben es geschafft. Aber da wir da so ein paar Probleme hatten und die letzte Runde natürlich auch der Cliffhanger nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, müssen wir eigentlich noch ein paar Minuten dran. Ich habe ja versprochen, dass wir jetzt nach Xen kommen und jetzt sind wir in dieser Episode doch noch bis nach Xen gekommen. Wenn auch problematisch als gedacht. Wir waren auch schon mal Ehrenwissenschaftler drin, oder? Mit Suit. Ich hoffe, ich schaff's weiter als er. Wenn der Long Jump tut sein Übrigstes. Nein, auch nicht. So, wo ist die nächste Plattform? Wo muss ich hin? Ah. Das sieht ja alles sehr beruhigend hier aus. Niedriger als meine. Und da bestimmt hin. Ist auch ein bisschen. Oh, Fallschaden. Ja, ein bisschen nur. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss, aber wahrscheinlich weiter runter, ne? Schaffen wir auch so. Den können wir auch so mitnehmen. Jetzt kommen wir hier drauf. Dann geht's. Ups, das war. Dann geht's auf die Plattform. Und da sehen wir schon, es geht ein bisschen weiter. Oh. Geh bitte wieder hoch. Danke. Ja, mein Hündchen. Oh. Was sind das für blöde Rampendinger? Die sind ja unfreundlich. Ja, die sind freundlicher. Ah, die schießen aber so langsam, dass man einfach weglaufen kann. Okay. Mal schauen. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, ist nicht giftig offensichtlich. Das war meine erste Sorge. Okay. Ich konnte das etwas öffnen. Von, kann ich auch öffnen? Passiert was, wenn ich alle drei offen habe? Nö. Irgendwie nicht. Was seid ihr und was kann ich mit euch tun? Ah, drei Stück. Sehr schön. Jetzt habe ich irgendwas aktiviert. Noch ein Portal. Ach, mal eben abwarten, bis die Animation zu Ende ist. Scheint nichts mehr zu passieren. Mal speichern und gucken, was passiert, wenn man da reinläuft, ne? Für die Wissenschaft. Vermutlich waren wir richtig. Oh, hier war schon ein Wissenschaftler vor uns. Au! Also die Pflanzen mögen uns nicht und das Ding mag uns offensichtlich auch nicht. Einen dicken Sack dran. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Kann man das denn beschädigen? Das hat ihm jetzt nicht sonderlich viel ausgemacht, scheinbar. Ich hab ihn auch eher wenig.
einfach ignorieren. Verlaufen, geht das? Nein, das geht auch nicht. Oh, lass mich in Ruhe. Der Riesen-Euter-Ding. Was habe ich denn noch für Waffen da? Womit könnte ich ihn dann potenziell schädigen? Irgendwie werde ich das Viech ja scheinbar töten müssen. Hey. Oh. Okay. Scheinbar habe ich schon irgendwie verscheucht, dass der Weg hier aufgegangen ist. Noch mehr Wissenschaftler. Jetzt rennt es vor mir weg. Ist mir gar nicht mal so unlieb, muss ich sagen. Leben verloren. Lass mich in Ruhe. Womit habe ich den Platz noch zugesetzt? Oh. Okay, so war das nicht geplant. Aber da kann man offensichtlich durchfallen. Das heißt, ich kann hier durch die Räume und... Ah, guck mal, hier kann man sich heilen. Das ist cool. Macht mich das komplett voll? Mal ausprobieren. So, voll geil, wunderbar. Da ist auch noch ein Wissenschaftler. Kommt mal wieder hoch. Ich will nur wissen, was hier hinter ist. Außer einer Headcrab. Ja, scheinbar nichts. Anderer Weg runter, okay. Aua. Nein, ist nicht. Nein, ist nicht. Dass man darüber springen kann. Aua. Ich heile mich extra noch voll mit Krams. Nein, ich möchte nicht mit dir spielen. Du bist ganz schön sauer gerade, ne? Soll ich dir ein bisschen auf den Sack gehen? Wie ich mit dem Ort zusetzen kann. Nein, nein! Oh. Sämtliche Angriffe. Ich stecke hier der Wand fest. Ach, ich kann mich nicht mehr bewegen. Scheinbar sein. Aber töte mich noch. Ja, ich töte mich jetzt selber. Also es fehlte an Schaden bislang, okay. Hier mal die Dings einfach. Ich hab noch stumpf weiter Schaden. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Das war's schon wieder. Aber jetzt können wir es ja unten voll heilen. Jetzt wissen wir ja, dass es da irgendwie Hells gibt. Das wird es aber eben dauern. Aber scheinbar ist einfach nur brachial viel Schaden der Weg ans Ziel. Und wer soll da gleich noch ein bisschen Raketen und sowas reinjagen, wa?
sonst habe ich ja nicht mehr so viel, was ihm Schaden machen würde. Also viel Schaden, Schnellschaden. Schaden, den ich machen kann, bevor das Ding mich zerfleischt hat. Nein. Ah, fuck, ey. Okay, so. Dann war dem lustigen Viech nochmal eine Runde hinterher. Natürlich kriege ich überall Fallschaden. Natürlich stacken jetzt wieder meine Keys. Hallo! Ah, blöde Taste, ey. Jetzt sollte aber hier alles tot sein, oder? Noch ein neues Portal. Aber vorher kann man sich hier nochmal gemütlich voll heilen. Und das nutzen wir auch eben voll aus. Und jetzt haben wir die 15-Minuten-Marke, die ich gerade, wo ich gerade die Pause gemacht hatte, auch wieder unterbrochen, überschritten, meine ich. Und das große, ominöse Viech, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ist auch tot. Von daher glaube ich, das ist wieder ein guter Punkt, um diesen Part zu beenden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. War etwas seltsam, dass wir uns mit Noclip behelfen mussten. Sollte eigentlich nicht so sein. Aber schade. Ne? Hat funktioniert am Ende. Und jetzt sind wir auf Xen. Und rächen uns für die Invasion, die wir selber angeleiert haben. Oder so ähnlich. Bis zum nächsten Mal.